Wenn ihr wissen wollt, was ihr tun müsst, um was zu gewinnen, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! 5000 Abonnenten, ey, richtig, richtig krass. Alter Schwede, ganz schön große Zahl, ey. Wir wollten jetzt dieses Video dafür nutzen, um uns bei euch zu bedanken, weil ihr seid einfach eine wirklich, wirklich geile Community. Schaut fleißig unsere Videos, kommentiert fleißig, also es ist wirklich, wirklich cool. Wir wollten jetzt dieses Video dafür nutzen, um uns einfach erstmal bei euch zu bedanken. Dankeschön. Fettes Dankeschön auf jeden Fall. Für 5000 Abonnenten, für wirklich zahlreiche Kommentare, für die Daumen nach oben, einfach für alles. Auch für das fleißige Kommentieren unserer Fotos auf Facebook, also das finden wir auch immer wieder schön. Es sind auch stellenweise ein paar coole Diskussionen oder ein paar coole Gespräche entstanden. Also dafür einfach erstmal ein fettes Danke. Richtig, richtig krasses Lob an euch auf jeden Fall. Und genau deswegen machen wir heute wieder ein Gewinnspiel für euch. Wie könnt ihr mitmachen? Ihr müsst uns ein Foto senden, eure schönste Natur-, Landschafts- oder Outdoor-Aufnahme. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse naturensöhne@gmail.com. Die blenden wir euch auch jetzt nochmal unten im Video ein und packen sie in die Videobeschreibung. Andi, worauf müssen die Teilnehmer achten? Als allererstes, jeder Teilnehmer darf nur ein Foto schicken. Zweitens, das Foto muss mit dem Thema Outdoor zu tun haben. Drittens, ihr müsst damit einverstanden sein, dass euer Foto, was ihr uns schickt, wir auf Facebook oder auf YouTube verwenden dürfen und zeigen dürfen öffentlich. Euer Name wird natürlich auch genannt. Bing, bing. Und der letzte Punkt ist, Einsendeschluss ist in 14 Tagen. 2 Wochen habt ihr jetzt Zeit. Also, beeilt euch! Unter allen eingesendeten Fotos suchen wir uns die 5 schönsten raus. Diese packen wir dann in ein Ranking von Platz 1 bis 5. Natürlich subjektiv, aber die Fotos müssen ja auch uns gefallen. Gerrit, was kann man gewinnen? Logischerweise haben wir 5 Preise für 5 Gewinner. Und zwar eine Axt von der Firma Hulterforce, und zwar genau zu sein ein Trekkingbeil. Dann gibt es ein Buch zum Thema Schnitzen. Dann noch ein Messer von der Firma Hulterforce, die TI3 von ThruNight, das ist eine kleine EDC-Taschenlampe. Und zum Schluss noch ein Begadi-Tarp in der Light-Version. So, Anni, und wie werden die Gewinne verteilt? Ja, ganz einfach. Der Erste darf sich den ersten Gegenstand von den 5 aussuchen, der Zweite darf sich aus den übrigen 4 Gegenständen dann einen aussuchen und immer so weiter, bis wir alle 5 verlost haben. Genau, und der 5. muss dann halt nehmen, was übrig bleibt. Ey, besser als gar nichts, oder? So sieht's aus. Wir wünschen natürlich allen Teilnehmern viel Erfolg, viel Spaß beim Mitmachen und dann sehen wir uns beim Verlosungsvideo, oder? Bis dann, ciao! Ciao! Unter allen eingesendeten Fotos suchen wir uns die 5 schönsten raus und packen sie an ein Ranking von Platz 1 bis 5. Also wir bewerten das ganz subjektiv, aber wir suchen erst für uns die 5 schönsten raus.